Eilmeldung. Giftige Chemikalie in diesen Lebensmitteln gefunden. In fast jeder Zeitung war kürzlich zu lesen, hier zum Beispiel in der Bild, giftige Chemikalien in fast allen Lebensmitteldosen. Ach, guck. Und auch wie oft habe ich dieses Déjà-vu schon von künstlichen Stoffen, die so in der Umwelt nicht vorkommen und nicht im Körper benötigt werden, dass jene plötzlich extrem gesundheitsschädlich sind und verboten werden müssen, vorher aber Jahrzehnte fast in jedem Gegenstand enthalten waren. Studien vorher aber nicht gemacht wurden in dem Maße, sondern lieber erstmal in den Verkehr gebracht wurden und die Menschen die Studie selbst sein lassen. Menschen waren hier in dem Fall die Studie, bis es herausgekommen ist. Kennen wir alle. Die Menschheitsgeschichte wird sich so nicht einfach ändern. Ja? Erstmal mit neuartigen synthetischen Stoffen abzuwarten, bis sie im großen Stil auf die Menschheit losgelassen werden. Nein, so läuft das nicht. Mit fatalen Folgen. Menschen können ihre Gesundheit verlieren oder gar ihr Leben und ihre Familie zurücklassen. Die Menschen, die an der Macht sind, haben zwar Macht, aber keine ausreichende Bildung oder gesunden Menschenverstand an den Tag zu legen, ja, um diesen einfachen Sachverhalt zu verstehen, da er in der Vergangenheit immer wieder zum Versagen und zu Leid Betroffener geführt hat. Das muss doch irgendwann mal ein Ende haben. Ach, ich bezweifle. Eher gesagt, der Höhepunkt der Menschheit ist bereits Vergangenheit, da der Mensch sich gerade selbst abschafft mit der künstlichen Intelligenz. So dumm wäre kein anderes Lebewesen auf der Erde, da jenes in der Lage ist, in allererster Linie seine Art zu erhalten. Die Rede ist hier von BPA, auch Bisphenol A genannt. Ich zeige euch, wo es noch enthalten ist, was wirklich wichtig ist und wie ihr es auch dementsprechend umgehen könnt und wie es gekennzeichnet ist, vor allem auch auf Lebensmittel, dass ihr darauf achten könnt. Und vor allem als allererstes auch mal, wie wirkt es bei uns im Körper und warum ihr es auf allen Umständen meiden solltet. Schaut man sich diese Abbildung hier an, dann sehen wir, dass BPA hormonähnlich wirkt, da es fettlöslich ist und auf das Östrogen wirkt, sehen wir ganz oben. Dazu jetzt gleich aber mehr. Hier heißt es nämlich noch in den Artikeln, egal ob Erbseneintopf, Hühner, Nudelsuppe oder Ravioli, fast alle Konservengerichte sind belastet und bergen ein Gesundheitsrisiko, berichtet Stiftung Warentest. Wo war denn Stiftung Warentest vor 5 Jahren? Selbst Bio-Kokosnussmilch aus der Dose oder veganer Thunfischersatz sind betroffen. In 51 von 58 Produkten wurden diese Tester fündig. Nicht schlecht. Mit Abstand am stärksten belastet waren die Naturgut Bio-Kokosmilch von Penny und die vegane Thunfisch-Alternative von Unfished. Tomaten und Mischgemüse seien tendenziell weniger belastet als andere Gruppen. Ja, eine Erklärung dafür haben sie aber nicht. So steht es dort. Liebe Bild, da müsst ihr einfach mehr diesen YouTube-Kanal schauen von dem lieben Patrick Strohbach, denn der weiß das ganz zufällig, denn er hat mal irgendwann mal Chemie studiert. Ja, BPA ist ein fettlösliches Molekül, da es sehr wenig polare Sauerstoffgruppen hat, dem das Molekül Ähnlichkeit mit Wasser geben würde. Daher, wichtiger Tipp, löst sich Gleiches im Gleichen, so sagt man in der Chemie. Da die Struktur mit vielen Sauerstoffen und Kohlenstoffen eher dem Öl ähnelt, genau genommen der Fettsäure, und nicht dem Wasser mit vielen Sauerstoffen, ja, löst sich das BPA dementsprechend besser in Öl. Daher haben Gemüsedosen auch kaum BPA, da diese kaum Fett enthalten. Und Kokosmilch und veganer Thunfisch sehr viel, da diese reichlich fettig sind. Die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA oder EFSA, senkte die tolerable Aufnahmemenge, bis zu der kein Gesundheitsrisiko mehr zu erwarten ist, gleich um das 20.000-fache. Ja. Dieser Tolerable Daily Intake, TDI, liegt laut EFSA nun bei 0,2 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Aufnahmewerte oberhalb dieser Grenze können bei Menschen zur Entwicklung von allergischen Lungenentzündungen und Autoimmunerkrankungen führen, fürchten die Behörden. Nein, das ist leider auch nicht so ganz korrekt. Ich zeige euch jetzt mal genau, was mit uns passiert, denn es ist noch deutlich schlimmer, als hier mit dem Euphemismus quasi beschrieben wird. Wie wir bereits gelernt haben, ist es fettlösliches BPA und wirkt daher auch leider hormonähnlich auf uns. Wir sehen hier zum Beispiel, dass BPA die Aromatase beeinflusst. Dieses Enzym Aromatase steht zwischen dem Androgen, auch Testosteron, und dem Östrogen hier in der Abbildung. Genau genommen wandelt die Aromatase das Testosteron bei uns im Körper in Östrogen um. Das hat zur Folge, dass Männer sicherlich nicht männlicher werden, sondern weiblicher werden und damit mehr Fett ansetzen. Diese, damit möchte ich nicht sagen, dass Frauen alle dick sind, aber eher dazu verleiten. Diese Fettzellen beinhalten aber wiederum ebenfalls Aromatase, welche zu noch mehr Östrogen führt. Ja, so, da Frauen nun mal mehr Östrogen haben, haben Frauen auch öfter Probleme, ja,
abzunehmen als Männer, weil sie das Testosteron haben, was ja zu mehr Muskelmasse führt. Und Muskeln, wissen wir alle, verbrennen und brauchen viel Energie. Das ist nichts Diskriminierendes, das ist einfach unsere Biologie. Dieses überschüssige Fett wird dem Mann dann einige Lebensjahre kosten, da er eher an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung erkrankt oder Diabetes bekommt und daher daran eher sterben wird, weil das geht nun mal mit Übergewicht einher. Was einige noch nicht wissen, ist Tamoxifen, ein Krebsmedikament, welches genau Östrogen hemmt, indem es Aromatase hemmt, das Enzym, ja, welches ja das Testosteron zu Östrogen umwandelt. Und was wir auch wissen, dass BPA ja auch ebenfalls sich negativ auswirkt auf genau diese Aromatase. Daher liegt es auf der Hand, dass zu viel Östrogen Krebs begünstigt, wenn die Wirkung eines Krebsmedikaments darauf abzielt, Östrogen zu hemmen. Daher ist die Datenlage heute völlig klar, dass Östrogen und Krebs Hand in Hand gehen. Daher ist die Exposition von BPA in jedem Fall zu meiden. BPA macht aber noch viel mehr. Dazu sehen wir uns mal dieses Bild hier an. Genau noch das gleiche von gerade, aber das sagt ziemlich viel aus. Man sieht hier, es stört die Kraftwerke unserer Zelle, die Mitochondrien. Dies führt zu vermehrten ROS-Bildung. Die steht für Radical Oxygen Species, auf Deutsch radikale Sauerstoffspezies, welche dann in einem DNA-Schaden münden. Dies kann zu Krebs führen, da Zellen durch Sauerstoffradikale entarten. Das Problem mit dem defekten Kraftwerk unserer Zellen, den Mitochondrien, ist, dass die normalerweise für uns Fett und Zucker verstoffwechseln. Bei einem Defekt durch zum Beispiel zu viel BPA kann der Zucker nicht veratmet werden, das heißt mithilfe von Sauerstoff, zu Energie in Form von ATP umgesetzt werden, sondern er wird vergoren, so wie Krebszellen es nun mal tun. Dieser Prozess hat zwei Nachteile. Der erste, es entsteht 16 mal weniger Energie wie bei intakten Mitochondrien, das heißt Kraftwerken. Und zweitens, es entsteht Milchsäure, genau genommen Laktat. Dieses Laktat ist die Hauptnahrungsquelle von Krebszellen und nicht direkt Zucker, wie viele behaupten. Doch es gibt noch ein weiteres Problem. Alles, was fettlöslich ist und im Körper ist, verbraucht erstens Glutathion, das wichtigste Antioxidant bei uns im Körper. Da Glutathion fettlösliche Substanzen wasserlöslich macht, dass sie ausgeschieden werden. Denn nur wasserlösliche Substanzen kann der Körper ausscheiden. Unser Urin besteht ja aus Wasser. Würde er aus Fett bestehen, könnten wir auch fettlösliche Substanzen ausscheiden. Das können wir aber nicht. Und des Weiteren führt BPA ebenfalls auch zu Sauerstoffradikalen. Und vor allen Dingen dann auch in dem Gewebe, wo es vermehrt akkumuliert. Das heißt auch im Nierengewebe. Und damit auch unserem Entgiftungsorgan bzw. Filterorgan. Dazu gibt es diese Goldschnurr-Studie hier im randomisierten Format. Man sieht hier einen negativen Trend bei Nierenerkrankten, dass je mehr BPA sie im Blut haben, desto weniger Urin scheiden diese Nierenerkrankte auch aus, was kein gutes Zeichen für die Nierenfunktion ist. Denn diese muss in der Lage sein, Urin zu produzieren. Des Weiteren sieht man ebenfalls, dass je höher die Konzentration des BPAs im Blut ist, desto schlechter ist die Nierenfunktion, ganz vorne zu sehen. Sobald der Wert auf 1 Mikrogramm pro Milliliter BPA im Blut steigt, sinkt die Filterfunktion der Niere unter 20 Milliliter pro Minute, was nahezu einem Nierenversagen kommt. Da ist zum Schluss noch zu klären, wo ist BPA noch überall drin? Denn in vielen Lebensmitteln wurde es bereits verboten. Als erstes sind Zahnfüllungen zu nennen, die aus Kunststoff bestehen. Diese setzen kontinuierlich BPA in dem Organismus frei. Daher bei den Zahnfüllungen auf Amalgam und Kunststoff auf jeden Fall verzichten. Keramik wäre hier zum Beispiel eine sehr gute Alternative. Oder auch Zähneputzen ist auch ganz eine gute Alternative. Zweitens, achtet darauf, Plastik aus BPA ist manchmal mit PC oder Code 7 gekennzeichnet. In ungekennzeichneten Plastikmaterialien steckt so gut wie immer BPA. Die Materialien Polyethylen, Kürzel PE, Code 2 oder Code 4 oder Polypropylen, das heißt PP oder Code 5, gelten dagegen eher als unbedenklicher als BPA. Drittens, in Farben und Lacken oder Epoxidharz, wer damit viel zu tun hat, sollte besondere Vorsicht genießen. Viertens, Klebestoffe oder Nagellacke, welche die Frauen verwenden, gelangt ebenfalls BPA in den Körper. Hier kann jeder Mann nochmal richtig klug scheißen gegenüber seiner Frau, damit man noch etwas mehr Sympathie aufbaut, nicht?
Sogar Leitungswasser enthält erhebliche Mengen BPA. Daher würde ich hier lieber auf Glasflaschen umsteigen, hier zum Beispiel, wie ich es tue, auf Lauretana-Glas oder Black Forest Wasser, da ich keinem Wasserfilter immer noch traue, da kein Unternehmen mir bisher unabhängig im Labor bestätigen und beweisen konnte, dass tatsächlich alles unabhängig laborgeprüft rausgefiltert wurde. Auch Weichmacher sollten gemieden werden. Auch darin sind oft BPA enthalten oder beschichtete Gegenstände. Dazu zählt vor allem auch Backpapier, welches unter anderem noch PFAS enthält. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ganz, ganz verrückte Sache. PFAS sind ebenfalls extrem, extrem zu meiden. Wenn ihr übrigens auf laborgeprüfte und saubere Inhaltsstoffe und Nahrungsergänzungsmittel Wert legt, dann seid ihr bei Purazell auf jeden Fall am besten aufgehoben, kann ich euch wirklich sagen. Das ist meine persönliche Meinung und das findet ihr auch in der Videobeschreibung. Darüber könnt ihr mich ebenfalls auch unterstützen über purazell.de, würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns gleich auf purazell.de, da findet ihr auf jeden Fall immer das Richtige für euch.